Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von God of War 3 Remastered, das Replay. Und das am 25.08.2020. Ja, ich habe ja jetzt den ersten Part gestern gezeigt euch und heute gibt es den zweiten Part. Wenn er euch auch gefällt wie der erste, würde mich freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben da lässt. Und ab dafür! Und reinrammen, sehr schön. Wunderbar. Schieb ihn einfach weg. Oh, das ist Gaia. Einfach nur hier hoch und ins Innere von Gaia. Schauen wir mal rein. Na, so viel kann ich schon mal sagen. Später müssen wir gegen Zeus kämpfen hier in Gaia. Das wird noch lustig. So, hier hoch und dann hier durch. Einfach nur runter, Kratos. Oh, ich wäre gerne mal. Ganz ehrlich, ich wäre mal gerne so mächtig wie Kratos. In seiner Primetime-Zeit. Das habe ich jetzt da gemacht? Da dumm. Oder eigentlich hier mal noch hingehen? Nö, hier ist ja nichts. Da ist das Herz. Ah ja, ich weiß, was wir machen müssen. Halt die Dinger verschieben. Ja, ich weiß schon. Also, da würde ich einmal hier hingehen und glaube, ich gehe erstmal zuerst hier hin. Ja, hier ist ja noch was für mich. Einfach nach oben. Hep. Und hep. Ja. Zeus Adler. Ein wertvoller Besitz von Zeus. Schließen Sie das Spiel ab, um diesen Gegenstand zu benutzen. Aha. Das ist nix? Naja. Ich hab doch schon eher an Gold und Silber gedacht. So, das Ding müssen wir jetzt nämlich drehen und dann das Richtige reinschieben, um dass wir darüber klettern können. Genau hier. Perfekt. So, das können wir jetzt nämlich irgendwann machen, darüber jumpen. Ja, da habe ich jetzt voll vor. Machen wir auch. Also, hier. Hep. Und hep. Hoch. Hep. Hep. Und dann darüber. Perfekt. Ach, mit Kreis kann ich die greifen und dann mit Viereck drücken, um Gegner zu rammen. Das ist cool. Ja, habe ich gern gemacht. Also God of War ist einfach eine Reihe, die macht wirklich Spaß. Wirklich so rein dieses kämpferische von Dark Souls. Von der Dark Souls-Thematik her. Finde ich das ganz cool. Umgesetzt. So, jetzt einfach mal. Krabbum mit euch weg. Ihr müsst echt mal den ersten und zweiten Teil gespielt haben. Dann wisst ihr mal, warum ich God of War eigentlich auch sehr mag. Er ist schon, weil es eine sehr coole Story hat. Ach, ich kann ja. Naja. Dann baue ich mal hier weg. Da sind wir draußen.
gibt sich nicht, Poseidon. Steig aus dem Meer und kämpfe! Du hast dich den Göttern zum letzten Mal widersetzt, Kratos. Ach, das meinst auch nur du, war Poseidon? Zack. Ich mach mal ein bisschen so. So, das wäre erledigt. Dann gehen wir mal hier hin. Jawohl. Kratos, spring auf meine Hand! So, Poseidon, jetzt gehst du hier in den Krank. Ich bin noch ausgewichen. Scheiße. Komm. Mist. Komm, ich muss dich besiegen. Warum ich denn deine Schüsse nicht? Ich total bekloppt. Also wirklich jetzt. Ja, komm, wir machen halt nochmal. Also Spaß macht, ne? Zu Poseidon. Schon, geht tot. Ey, willst du mich verarschen, oder? Du dummer Gott, ey. Meeresgott. Und den hole ich mir jetzt persönlich. So, mein Freund. Schön immer in die Inne rein. Und schon wieder Poseidon. Müssen wir mal richtig wissen, ey.
Zeus hätte dich lassen sollen, wo du hingehörst. Ganz egal, wie viele Götter fallen, es wird immer einen geben, der sich gegen dich stellen wird. Auch sie werden alle fallen. Der Tod des Olymps bedeutet den Tod für uns alle. Dann sieh selbst dem Tod ins Auge, Poseidon. Tja, Kratos folgt nun dem Weg seiner Rache. Seiner durstvollen Rache. Poseidon, welches vernichten? Warum mache ich da eigentlich immer voll die Fehler? Tja, das war's gleich. Und tschüss. Ob ich schon auf deine Hand will? Ja, muss ich. Was willst du tun, Vater? Athene ist nicht mehr da, um dir Schutz zu gewähren. Athene ist tot, wegen des Zorns, der dich zerfrisst, Kratos. Was willst du noch zerstören? Der Tod konnte mich nicht besiegen. Und die Mäuren konnten mich nicht halten. Und du wirst diesen Tag nicht überleben. Ich werde mich heute rächen! Schluss damit! Ich habe jetzt genug von deinem Größenwahn! Ich kann mich nicht mehr halten! Helfe ich dir, werden wir beide fallen. Genau das würde Zeus sterben. Aber um Zeus zu vernichten, hast du mich doch vor dem Tod gerettet! Ich habe dich gerettet, damit du den Titanen dienst! Verwehre mir meine Rache nicht!
Hör gut zu, Kratos. Du warst nur eine Spielfigur. Nicht mehr und nicht weniger. Zeus geht dich ab jetzt nichts mehr an. Es ist unser Krieg und nicht deiner. Gaia! Ich habe gelebt als Krieger. Ich bin gestorben als Gott. Ich brachte das ultimative Opfer. Mir wurde Erlösung verweigert. Ich besiege den Olymp. Ich werde meine Rache bekommen. Ist nicht das Ende, Zeus. Die Tore des Hades konnten mich noch nie halten. Der Tod scheitert an den Zielstrebigen, Kratos. Athene. Du hast mir gefehlt, Spartaner. Ich glaube... Mein Lebensopfer für Zeus bescherte mir eine höhere Existenz. Du siehst aber noch aus wie eine Olympierin. Äußerlichkeiten können trügen, Kratos. So wie die Kinder des Olymps. Vielleicht. Aber weißt du noch, deine Klinge hat mich getötet. Meine Klinge sollte Zeus treffen. Ich habe nicht viel Zeit. Gegenwärtig tobt der Krieg um den Olymp weiter und die Menschheit leidet. Lass sie leiden. Der Tod von Zeus ist alles, was zählt. Zeus fällt nicht so leicht wie Ares. Um den König der Götter zu vernichten, musst du die Quelle seiner Kraft finden. Das Feuer des Olymps. Du hast dich einst selbst geopfert, um Zeus zu retten. Und nun willst du ihn vernichten? Woher dieser Sinneswandel? Ich habe nun die Wahrheit. Schaffen es die hier, dass du mir vertraust. Dies sind die Verbannungsklingen. Sie werden dich auf dem Weg zur Flamme leiten. Denk daran, solange Zeus herrscht, gibt es keine Hoffnung für die Menschen. Vernichte das Feuer, Kratos, dann zerfallen die Grundfeste des Olymps zu Staub. Verbannungsklingen. Diese Klingen sind ihr wichtigster Verbündeter gegen den Olymp. Also, wir haben Poseidon besiegt, gestürzt und sind selber ins Wasser gefallen. Uns wurde halt die Orbs beraubt, die ganze Magie und ein bisschen Lebensenergie. Ja, und jetzt müssen wir uns wieder bis nach oben kämpfen, um bei Zeus am Ende des Spiels wieder zu gelangen. Wir sind jetzt hier in Hades Reich gelandet und Athena hat unsere Klinge halt verbessert, verstärkt, dass wir jetzt besser kämpfen können. So. Hades, dies ist das... Nochmal.
Hades, dies ist das Ende der großen Reise, die alle entnehmen. Nochmal, ganz von vorn. Ich kann irgendwie heute nicht lesen. Okay, Hades, dies ist das Ende der großen Reise, die alle unternehmen müssen und von der niemand zurückkehrt. Das ist klar. Erinnert mich ein bisschen an Disneys Hercules. Ein bisschen schon. Aber was ist hier? Nö. Dann gehen wir mal rüber. Hep. Aber vorerst hier runter. Ich brauche nämlich Orbs. Das wäre schon nice. Mehr. Ah, das nehme ich auch mit. Ein Auge. Ein Gorgonauge. Sie haben ein Gorgonauge erhalten, sammeln Sie noch zwei, um Ihre Gesundheit insgesamt zu erhöhen. Kenne ich auch. Aus den vorherigen Teilen. Ich habe sogar God of War 1 sogar noch da für die PlayStation 2. Ach komm. Oh, ist einfach auf die Art und Weise wie immer. Einfach metzeln, zerstückeln und zack. Ich mag einfach das Prinzip von dem Spiel. Es ist ein Hack and Slay, was ich hier sehr, sehr mag. Gibt es aber, glaube ich, heutzutage nicht mehr so häufig. Hyperions Tor. Wer die Seele eines wahren Gottes besitzt, darf passieren. Ah. So, wir gehen erstmal auf die linke Seite. Ein bisschen hier noch mit sammeln. Ich mache kaputt. Was ist das hier eigentlich? Da gibt es noch diese ganz komischen Statuen, die sind echt ultra nervig. Boah, ich weiß noch so. Ja, jetzt gehen wir mal hier lang. Ja, was mache ich natürlich? Hab vergessen, die Icarus-Flügel zu nehmen aus dem zweiten Teil. Natürlich. Ich darf das jetzt nochmal machen, oder was? Willst du mich verarschen, Spiel? Das finde ich ein bisschen fies. Och, ey. Wisst ihr was? Ich beende diesen Part an der Stelle. Werden wir jetzt immerhin das alles geschafft. Beim nächsten Mal werden wir den Hades Reich angehen. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen. Abo dalassen, Daumen nach oben und einen Kommentar. Haut rein, bis dann.